Everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Heute spielen wir mal nicht LS17, heute spielen wir mal Cattle and Crops. Wir sind da ein bisschen im Rückstand eigentlich. Es gab einige Updates. Wir sind eigentlich immer noch beim Güllefass, sage ich mal. Und ja, versuchen wir doch mal hier Gülle auszubringen. So, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, damit ich das Teil eigentlich so nicht ranmachen muss hier hinten. Aber es geht bloß so. Ich habe da schon mal reingeschaut. So. Also ich komme hier... Ich muss natürlich mit Tastatur spielen. Das bin ich eigentlich überhaupt gar nicht gewohnt, hey. Aber wir wollen uns ja eigentlich das Spiel anschauen. Die ganze Fahrphysik ist natürlich ganz, ganz anders wie beim LS17. Ich vergleiche das jetzt einfach mal damit, weil das ist ja eigentlich das Spiel, was wir hier am meisten spielen auf meinem Kanal. Und das hier fühlt sich schon irgendwie, muss ich leider zugeben, viel, viel echter an, weil wenn ich hier Gas gebe, dann braucht es natürlich ein bisschen, damit der beschleunigt. So. Jetzt muss ich da irgendwie da zum roten Punkt, glaube ich. So, ich weiß nicht, ob ich wirklich alles richtig mache hier. So, ich glaube, ich muss da lang fahren. Wenn wir da auf die Karte unten links schauen, haben wir da natürlich so einen roten Strich drauf. Und da fahren wir jetzt einfach mal lang. So, und wir wollen natürlich hier mal die ganze Grafik uns reinziehen und anschauen, wie das eigentlich aussieht. Das Auto bleibt gerade stehen. Das hat natürlich Angst, wenn ich da komme. Das ist natürlich klar. Aber das sieht schon... Sieht natürlich nicht schlecht aus, muss ich sagen. So, jetzt lenken wir da ein, das ist natürlich zu viel. Der kommt das Auto von vorne. Der wartet natürlich auch, damit wir da keinen Unfall bauen. So, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch hochschalten kann oder was. Wir fahren da irgendwie mit 25 km/h jetzt hier lang. Kann sein, damit ich natürlich da irgendwas nicht ganz so mache, wie man hätte müssen. Aber ja, man kann halt nicht alles wissen. So, ich könnte mal. So, der schaltet da zwar irgendwas. So, wir müssen hier ja, zum Güllelager, hätte ich fast gesagt. Güllelager ist wahrscheinlich falsch. Zur Kläranlage. Kläranlage trifft es besser. Die Autos sehen hier auch viel, viel cooler aus. Muss ich auch zugeben. Hier und dieses Fass. Das ist ja hier aus Stahl oder Edelstahl oder weiß ich. Oder Chromstahl ist es eigentlich nicht. So, okay. Alles klar. Jetzt muss ich eigentlich hier irgendwie diesen Schlauch da ran machen, aber wie das... Okay, hier kann ich bloß das abmachen. Irgendwie, ich bin natürlich schon wieder ein Weilchen raus hier. Okay, das sind die Geräte, was wir eigentlich schon dafür haben. Kommt natürlich immer mehr dazu. So, wie komme ich da wieder raus? So. So, wieso kann ich jetzt hier nicht starten? Starten. Okay, jetzt wird mir das voll gemacht. Beim ersten Mal hat es gar nicht funktioniert. Okay, das funktioniert schon mal. Wo ich es getestet habe, habe ich das Ding nicht gefüllt bekommen. Okay, jetzt haben wir Slurry. Ist wahrscheinlich Gülle oder so. Ich habe es nicht, ich weiß es eigentlich gar nicht, was auf Englisch heißt, wie es übersetzt heißt. So, da steht jetzt irgendwie was von 1080 Euro. Kriege ich das jetzt, wenn ich das wegbringe, oder was? So. Dann stoppen wir das jetzt. So, dann ist der Schlauch eigentlich ab. Okay, und wir müssten theoretisch voll sein, wenn ich das... So, dann fahren wir hier wieder zurück. Ja, uns ist ja da der Weg eigentlich vorgegeben. Das ist ja eigentlich wie so eine kleine Mission.
Es gibt jetzt eigentlich noch eine Seemaschine, gibt es neu dazu, und eine Feldspritze, also eine Düngespritze. Und das werden wir doch uns in der nächsten Zeit auch gerne mal anschauen. So, grafisch habe ich das eigentlich auf volle Leistung. Hier, jetzt fängt es nämlich an zu ruckeln. Der Rechner sollte das aber theoretisch locker schaffen. So, aber der Traktor ist irgendwie so langsam. Ich weiß nicht, wie ich den eigentlich schneller bekomme. Oh, so steige ich aus. Das war die falsche Taste. Mein Fehler. Warte mal, ich kann irgendwie noch die Innenansicht, wo war das? C. Genau, C sitze ich nämlich drin. Okay, jetzt müsste ich eigentlich hier dieses Lenkrad... Warte mal. Kann ich das nicht nach hinten machen? Oh. Okay, vielleicht nicht. So, Scheibenwischer haben wir auf jeden Fall anbekommen. Also hier auch alles voll funktionstüchtig. So, der Scheibenwischer läuft hier auf volle Touren. So, vielleicht muss ich hier noch ein bisschen die Position vom Sitz eigentlich einstellen. So, wir sind vorbeigefahren, wir hätten eigentlich da rumgemusst. Ist das richtig? Wir fahren über die Wiese. So, wenn ich jetzt nochmal C drücke, bin ich wieder draußen. Okay. So. Alles klar. So, wieso würde ich da gerne noch höher schalten, aber er fährt irgendwie bloß im ersten Gang. Okay, wir sind da eigentlich gleich beim Feld. Wir testen das hier mal auf dem Feld und ich denke, da gibt es irgendwie noch so einen kleinen Trick, damit wir da die Gänge wählen können. Ich sehe es gerade nicht. Okay. So, da sind wir hier bei so einem kleinen Feld angekommen. Stopp. X. Machen wir. Jetzt klappt der hier aus, okay. Sieht schon nicht so schlecht aus, oder? Ich wollte eigentlich genau da ranzoomen. Ich kann nicht da ranzoomen. Okay, aber hier sehr schön wieder zu sehen, diese Spuren auf dem Feld. Oh, jetzt verlieren wir da natürlich schon. Jetzt ist das natürlich gleich mal alles weg. Da muss ich aber Gas geben hier, damit ich das hier aufs Feld bekomme. Ist das richtig? Machen wir es wieder aus. Aha, vielleicht bin ich doch zu schnell gefahren. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich wäre jetzt eigentlich hier drüben wieder. Hätte wieder angefangen und würde eigentlich hier wieder mit der Taste B das starten. Das sieht hier von der Struktur, sieht das ein bisschen aus, ob das da bloß aufkleckert. Vielleicht bin ich eigentlich auch viel zu schnell. Okay, jetzt mache ich mal nichts. Okay, jetzt sieht man da eigentlich Pfützen drauf. Das ist natürlich, habe ich zum Anfang nicht gesehen, aber jetzt schimmert das da so ein bisschen. Okay, da muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich hier. Okay, auf jeden Fall kriegen wir da Gülle drauf. Ich fahre zu schnell, okay. Ich habe es gedacht. Wenn ich zu schnell fahre. Ich könnte natürlich irgendwie ein Tempomat anmachen, ich glaube mit T oder mit R. Mit R würde es gehen. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt ist es kaputt gemacht.
Okay, aber ja, mit ein bisschen Übung kriegen wir das natürlich hin. Aber ich finde es natürlich nicht schlecht. Fühlt sich sehr, sehr realistisch an, muss ich sagen. Auch hier, wenn wir da den Boden sehen, wie der eigentlich nachgibt. Und der Traktor eigentlich zu tun hat. Hier stehen sogar Pfützen drin jetzt da. Wo wir die Hülle drauf gefahren haben. Oder wo unsere Fahrspuren wahrscheinlich sind. Bleibt es da natürlich drin stehen. So. Sind wir jetzt fertig. Wir haben da noch ein bisschen Zeugs drin. Aber ich denke, das reicht eigentlich erstmal. Hier, um da reinzuschauen. Und ja, wir klappen das Ding einfach mal wieder zu. Das sieht sehr, sehr schön aus hier. Ganz langsam geht das da hydraulisch, jawohl. Und ja, wir müssen da noch ein bisschen mit der Steuerung üben. Ist natürlich ganz anders hier alles. Aber sah natürlich auch cool aus, wie eigentlich der Schlauch hier an dieses Fass rangegangen ist und wir das eigentlich auffüllen können. Wir können das sogar noch alles manuell machen. Habe ich auch versucht, hat auch beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Deswegen haben wir es gerade so gemacht. Okay. Und ja, wir schauen dann beim nächsten Update wieder rein. Macht's gut. Bis denn dann.